So, herzlich willkommen zu einer neuen Haarstyler-Sendung, hätte ich schon mal gesagt. Jetzt muss ich wieder mal zum Friseur gehen. Ich hab das Haar so schön. Scheiße. Muss ich mal kappen. So, schaut besser aus. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Tracker. Nix da. Zu einem neuen Video von mir. Und ja, es geht nach Alabama. Und das Geilste, wie ich schon mal in den letzten Videos erwähnt habe, es ist eine Werksverkehrfuhre. Das heißt, heute Haare geben wir aus. Heißt, ich lade hier in Manitoba bei einer Firma und fahre Werksverkehr zu dieser Firma nach Alabama runter, nach Decatur, keine Ahnung. Wie gesagt, 2340, 50 Kilometer sowas. Muss morgen freitags laden und soll am Montag unten sein. Freitag, Samstag, Sonntag. Das geht sich leicht aus. Ja. Des Weiteren. Die Neuen können noch nicht grüßen. Darum sage ich, manchmal war es nicht schlecht, wenn man die Lichtschalter auf 2 Meter wieder raufhängt, damit die Leute das Grüßen wieder lernen. Der war jetzt böse. Aber egal, ist ja so. Alabama. Ich war schon mal da unten in Alabama durchgefahren. Leider nicht an die Küste runter. Wäre sicher noch geiler gewesen. Aber ich würde sagen, das wird eine gemade Wiesen, wie man in Österreich sagt. Also praktisch alles gut. Ja, aber ein bisschen an Stress gehabt in letzter Zeit. Und der Rute wird weiß. Bist du deppert? Ja, wie gesagt, Alabama, Sweet Home Alabama, da gibt es ein geiles Lied, oder wird oft besungen. Schauen wir mal, ob er uns reinkriegt, dass man YouTube wieder einen draufdrücken kann und sagen, Monetarisierung ist nicht möglich mit diesem Lied. Du hast keine Urheberrechte, Rutti. Du verdienst da kein Geld. Und aufgrund dessen, habe ich schon mal erwähnt, werde ich irgendwann einmal meinen PayPal-Account verlinken, wenn ich nicht einmal weiß, wie das geht. Und dann würde ich mich natürlich auf freiwillige Spenden freuen. Wie gesagt, nicht, dass ich angewiesen bin drauf, aber es baut auf. Es ist ein bisschen eine Zeitentschädigung. Rutti der Schnurrer, bitte spendet für Rutti, nicht zu verwechseln für Brot in die Welt. Spenden für Rutti, ganz wichtig. Ja, gut. Da haben wir es wieder. Ja, bevor ich das noch weiter labere, wir haben heute erst Donnerstag übrigens, also muss man morgen erst noch tanken, Trailer holen im Yard und dann geht es einmal zur Ladestelle runter. Hätte eigentlich um 13.30 Uhr erst Ladetermin. Aber haben sie mir gerade gesagt, first come, first serve heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und ja, deshalb werde ich mir einfach ausschlafen in der Früh. Und dann gehen wir es los. Und heute gehen wir vielleicht um in Super Mario zum Sam's, zu unserem Österreicher Restaurant, oder deutsches Restaurant, Entschuldigung, liebe Deutschen. Ganz wichtig, ist ein deutsches Restaurant, aber der Besitzer ist österreichischer. Also ist in Österreich geboren. Ja, leider gerade relativ viel Stau da, ich weiß nicht, ob man es sieht, rundherum um die Firma, weil sie auf der Tagelrad zum Lasch vorhin Baustelle haben und ja, ist einfach scheiße. Kannst vom Lasch eigentlich von Süden nicht reinfahren in die Tagelrot zur Firma, jetzt musst du außen rumfahren, weil sonst nimmst du die Baustellenschilder mit, das geht ja nicht aus mit dem Trailer. Ja, auch hier in Kanada ist es ab und zu etwas enger, aber alle Wege führen vorbei bei der Jade. In dem Sinne, viel Spaß beim Video jetzt. Hoppala. So Leute, wir haben weihnachtliche Stimmung in Winnipeg, Super Mario.
Ganz schön das Jingle-Gebell. Und der Rutte, ich mache seine Bells-Jingle schon. Wir fahren jetzt zu unserem Lieblingsrestaurant, oder zumindest zum einen, zum Sam's in Winnipeg. Gibt es bereits ein Video mit Stefan Selweger von dort. Echt super ist, wenn man nach Winnipeg kommt oder vorbeifährt, kann gerne reinschauen. So wie schauen. So, wir fahren jetzt über, was ist das, Provincial Bridge? Provincial Bridge. Nein, das ist ein Migrationsbrecher. So, der Skyline von Winnipeg. Da ist das Museum of Human Rights. Ja, genau. Ich war mir jetzt nicht sicher. Wir waren über den Plätzchen, so gesagt, ist mit voller Überzeugung. Billig in Kanada, wie man sieht, deshalb alles ein bisschen beleuchtet. Auch die Parks, nicht so wie in Österreich, ziehen das Zappenduster. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch ist. Wisst ihr das schon auch, dass es nicht laut dran in die Parks? Weißt du was? Weiß gar nicht. In Österreich war mir zur Diskussion, da haben sie Grenzen in die Parks und auf die öffentlichen Plätze, die ist nicht reduziert, weil man sich ja dafür gesagt hat, so viel Strom da spart. Wir spielen ja sowieso, das weil ist wir auch was wir schreiben noch Preise haben wir ein bisschen Strom da. So nicht täuschen lassen, liebe Österreicher, da vorne blinkt die Ampel. In Österreich blinkt sie normal viermal und dann schaltet sie um. Das ist in Kanada etwas gewöhnungsbedürftig, da blinken die Ampel länger, wie man sieht. Da, moderne Bauern, moderner Stall, cool, wie man sieht. Coole Mu. Die Feuerleitern, da wie man sieht. Ich kenne eigentlich nur von den Filmen, von den US-Filmen. Mhm. Ach ja. Wenn es mal passiert, der Weg zur Nachbarin. Ja. Nein, dir kommt eh jemand raus und der andere verschwindet über Feuerleiter. Und schon sind wir beim Sam's. Boah, da ist viel los. Schön, ja. Mario ist noch einmal überlegen, was er bestellt hat. Ja, no problem. Ja, with potato salad. Instead of fries? Statt die Fries. Ja. Yeah, and pork or chicken? Pork. Yeah, so one pork chitzel, no sauce with fries, and then one pork chitzel, hunter style with potato salad instead of fries. Okay. So, mittlerweile wieder zurück mit voller Wampe, leeren Hirn. Gibt leider viele, wo nur der Bauch voll ist und das Hirn leer. Und ja, ich werde mich da jetzt zurückhauen, ein bisschen mützeln bis morgen in der Früh und dann gehen wir's los. So, schönen guten Morgen. Das leidige Thema, Rutte hat Schlafstörungen, aber erst mal einen Kaffee. Ja, 4 Uhr früh. Ich kann da noch nicht recht viel machen. Trailer jetzt einmal holen, tanken fahren. Und dann stelle ich mich nochmal weg auf den Parkplatz. Hauptsache der Kaffee ist heiß. Prost, Leute. So, ganz wichtig am Morgen, Check machen. Das hätte ich jetzt einmal gemacht. Ja, wie man es kennt aus Europa, man muss den Check machen. Eh schon wissen, oder? So, sieht jetzt an, hol mir einen Trailer. Wie ich schon erwähnt habe gestern, leider der Baustelle, jetzt dafür noch kein Verkehr, deshalb habe ich mich jetzt auf den Weg.
Studios, home for the country classics on Sirius XM. We found
the sun goes down. Pillow talking love, tangled sheets, cotton gowns. What goes on when the sun goes down? Makes the everyday life of two people in love go round. Böse Ladung, sage ich immer, wenn es so geht. Sehr böse Ladung heute. Also wenn wer Lust hat, mein Sekretär zu werden, oder wie auch immer, zahlen da nichts, ist eh klar. So, was haben wir denn da? Crossweight 35,68. So, 35,68, das heißt 80.000 Pounds darf ich haben, das sind 36.300 Kilo, meine Tanks sind voll, also bin ich safe bei dieser Tour. 20.170 Kilogramm Öl für die Nahrungsmittelindustrie. Abgeben und eine vormachen. Dann jetzt weiter. I am back, sagt der Schwarzenegger. Nicht einmal 3 Minuten dauert. Das lobe ich mir.
Zahlt man keiner, haben wir es da nicht die Rechnung, braucht keiner mehr. So, auf geht's, Burschen und Mädels, weiter Richtung Süden. Ich habe noch ein paar Kilometer, nämlich genau 2253. Go to siriusxm.com/hungerhub and you can see those items and many more. And you can help us fight hunger here in the States. That's why we're raising the money. It's Willie's Roadhouse. Here's Roger Miller with Tank Me. Oh, yeah, I said hi, getting ideas. Ain't nothing but a fool to live like this. Out all night, running wild. Woman sitting home with a month-old child. Dang me, dang me. They ought to take a rope and hang me high from the highest tree. Woman, would you weep for me? Just sitting around drinking with the rest of the guys. Six rounds bought and I bought five. Spent the groceries and half the rent for like $14 and 27 cents. So dang me, dang me. They ought to take. Oh,
just random thieving long ago. When I first heard a lonesome whistle blow, if someone said I ever gave a damn, the damn sure told me wrong. I've had rambling fever all along. Rambling fever, kind that can't be measured by degrees. Sonnenuntergang. Was ist das vom ersten Tag runter nach Alabama? Ich stehe nach Minneapolis. Ich habe euch jetzt nicht die ganze Minneapolis-Area Fargo daher, dieses langweilige Trickstadt, hätte ich aber gesagt, aufgenommen. War ein bisschen rascher, ja, ist aber schon gegangen. Ah, übrigens. Aber wieder eine Punktlandung, ich hoffe, man sieht es 8 Minuten oder sowas. Gell? Also, gut eingeteilt, gut gerechnet, gut kalkuliert. Manche sagen dann wieder, der Rutte kann ohne seinen Rechner nicht fahren. Ja, ist eh richtig, ich bin ohne Navi aufgeschmissen, bin in der vollkommen der Toll, was das anbelangt, der Trottel oder wie auch immer. Geografischer. Da haben wir es schon, geografischer, weiß ich nicht, wie man sagt. Na wirklich, ohne Navi konnte ich den Job gar nicht machen. Ja, das war's vom heutigen Tag. Ich war insgesamt, was hat es heute gegeben, dreimal auf der Ware. Einmal habe ich es aufgenommen jetzt am Schluss. Die haben es ganz genau wissen wollen. Ja, kommt auch vor, fahrt mir einfach die Pfeile oben nach, die Richtung, die Spur, was die lotsen. Und dann folgt es den Anweisungen. Die wollten eigentlich aber nur, glaube ich, das Gesamtgewicht wissen. Weil vorhin auf der Skala habe ich keine Zahlen gesehen. Das heißt, war nicht so wichtig. Aber wie ich immer sage, mit dem Tankwagen lassen sie aus dem Chemiewerk eh nicht überladen aus. Und der hat auch gewusst, 80.000 Pounds Maximum. Ich habe gesagt, meine Tanks sind voll, du kannst mich zubeladen bis auf die 80.000 Pounds. Das sind ungefähr 36.300 Kilo. Und ja, jetzt muss ich umschalten, sonst redet man mit Zeit nämlich aus. Weiter. Bin nämlich ganz schlimm, jetzt aber während ich euch das erzähle, einen Check gemacht. Eieiei, hoffentlich hört das der Richtige. So, schauen wir uns mal das Auto wieder von draußen an. Sonnenuntergang. Schauen wir mal, was wir können.
wie gesagt, wir haben Mitte November und hier unten bereits noch 27 Grad. Holt's ihn aus, kurzen Leiber. Die Tesla gerade noch das Firmenname, darum haben wir das ein bisschen dual-stereo-mäßig, oder? Aber wurscht. Jetzt komme ich dann noch durch Nashville durch, da schaue ich, dass ich es aufnehmen kann. Aber sonst sehen wir sie später. Für euch. Also da habe ich schon erwähnt, aber die Ladung heute ist wieder ziemlich böse. Verdammt nochmal. Ja, Wahnsinn, mein Bewegung. Drin ist er. Wahnsinn, mein Bewegung ist die Ladung. Da muss man sich wieder beruhigen. Oder anders gesagt, beruht ja keine Ahnung von der Materie. Ob man es merkt. Seems
so happy. Very nice feeling again. Love to them is just a word. Tomorrow's another day. My life would be so empty, for my heart won't live that way. All kinds of people make this world. That's what makes the jukebox play. All kinds of people make this world. That's what makes the jukebox play. I still love you. Jeannie Seely back here with you at Willie's Roadhouse. So, mittlerweile fertig mit dem Abladen. Wir haben jetzt Montag. Montag. Ja, jetzt geht's wieder leere zurück nach Winnipeg. Also wie man sieht, 2350 Kilometer nicht ganz darauf. Auf geht's, da geht's noch. Das muss gut bezahlt sein, besser deppert. Aber gut. Oder weil der Fahrer so billig ist, das kann es auch sein. Jetzt muss ich noch schnell Firma schreiben, weil ich Überzeit bezahlt bekomme hier, weil es länger gedauert hat wie 2 Stunden. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a day soon down, just before it rained. Took us all the way to New Orleans. And I took my harpoon out of my 38 bandana. And was born sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang every song that driver knew. Freedom just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, knew everything I'd done. And even as she kept it from the cold. After 800 meters, then somewhere right. Near Salinas, Lord, I let her slipping away. Looking for the home I hope she'll find. I trade all of my tomorrows for one single yesterday. Holding Bobby's body next to mine. Freedom is still another word for nothing left to lose. He's right. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Thank you.
Leute, etwas müde. Mittlerweile zurück wieder in Winnipeg. Ja, für mich geht es morgen weiter zu meiner Lieblingsladestelle und nochmal nach Saskatoon darauf. In den Schnee- und Eischaos rein. Schauen wir mal, wie es morgen ausschaut. Ja, das war's. Alabama, volle runter, leere rauf. Hat sich ausgezahlt. Und wie ich immer sage, ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen die Zeit vertreiben können. Ihr könnt gerne liken, disliken, kommentieren. Oder einfach nichts da. Abo da lassen, wenn ihr wollt. Oder mich weiterempfehlen. Und wie ich immer sage, bleibt geil. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, pfiat euch und baba derweil.